Warzenschwein. Man, ihre Möse schmeckt bitter wie Agavenwein und die hat so ein tiefes Nasenbein, dass ihre Nase mehr einem Schnabel gleicht. Ey, Real Talk, da braucht ihr nur ihn oder seinen Bruder anschauen. Man, ihr seht so aus, als habt ihr irgendwo ein Huhn im Stammbaum. Warum reimt sich Charambo auf pädophiler Vergewaltiger? Reimt sich zwar nicht, aber knallt dicker. Du bist so einer, der, wenn er sich dann doch mal mit einer Frau trifft beim Sex, will, dass die Windeln tragen. Einer von denen, die auf dem Rechner so ganz komische Bilder haben. Homie, ich bin gekommen, um den Pedo durch den Ring zu schlagen, denn du bist so pädophil, dass was andere eine Tageskinderstätte nennen, nennst du einen Tindergarten. Ey, aber du findest Homosexualität ja voll eklig. Naja, aber die Jungs, mit denen ich was habe, die sind wenigstens volljährig halt so. Und normal ist da noch so ein Kopf drauf, der immer ziemlich viel Scheiße redet, aber... Aber das kann man handeln, ja? Ich zum Beispiel, ich bin einer, der Weiber ziemlich böse knallt. Ey, da kann es mal passieren, dass die Möse reißt, sprich die Frau hat danach eine gespaltene Persönlichkeit. Glaub mir, Bro. Ey, bei mir ist der Schniedel so groß, wenn ich mir Kondome kaufe, wird die Kassiererin rot. Dass du Skills hast, will ich gar nicht mal bestreiten. Doch nimmt man dir die Shock Value weg, was soll denn dann noch bleiben, ha? Ach, dann sind da noch die Mutterbars. Und das war's. Junge Starkschwimmer merkt gar nicht, wie lange du diesen Schund schon machst. Also erzähl mir nie wieder, dass du hier der Beste bist. Man kennt dich nur fürs Grenzen überschreiten und fürs Fecken. Du bist hier nur ein Sextourist. Aber wenn du sagst, dass du nie ein Problem mit Schwulen hattest, Alex, dann glaube ich das. Doch wenn du ehrlich zu dir selber bist, hat es dir trotzdem immer etwas ausgemacht. Du hast, wenn ein Schwuler in deiner Gegenwart war, immer extra aufgepasst, denn du hast Angst, von einem Mann so behandelt zu werden, wie du es mit deinen Frauen machst. Mach Lärm mit Tobi Heil! Motherfucking Charambo! Ich habe zur Vorbereitung meine Messer geschärft. Das ist kein Spaß. Ich hatte so wenig Bock, mich vorzubereiten, ich habe stattdessen meine Messer geschärft. Scheiß scharf. Aber was will ich auch mit diesem Rapper-Sohn vorm Stimmbruch? Er hat eine Aura so gefährlich wie die von Patterson und Findus. Ich Spitfire und schick den schneller in den Battle-Rapper-Limbus als eine Spitfire, eine deutsche Messerschmitt mit dem Sinkflug. Ja, man kann sich zu Recht fragen, was ich mit dem da wolle. Es ist ein Mix aus Jugendarbeit und Qualitätskontrolle. Außerdem brauche ich Cash. Bevor mir mein Vermieter wegen Nichtangang der Monatsmiete kündigt, bettel ich Kinder, die Jamie für mich in der Sofaritze findet. Ob Team- oder Solo-Battles, nie warst du am Ende der Sieger. Das letzte Mal, als du offiziell ein Battle gewonnen hast, war nie dein Nip noch der amtierende Champ dieser Liga. Doch du bist deiner Meinung nach der Beste? Pusteblume, du Löwenzahn, das ist doch nicht weniger delusional, nur weil deine Gegner in der Szene immer Größen waren. Und so einen. Und so einer findet Goinis Catchphrase lächerlich? Dabei lautet deine Catchphrase: Macht mal Lärm für Wolf, aber Gewinner dieses Battles ist... Alter Requiem, was glaubst du, machst du hier? Was mit Medien und was ist das? Und was ist es, ein Battle oder wer ist schambefreiter? Ist okay, gewinne ich auch, wir können den Pfad beschreiten. Komm, wir gehen in den Hofbräukeller, ich schmeiß eine Runde.
Bananenweizen. Mach nicht auf Mastermind, hab lieber Bars dabei, sonst wird's in München für dich teuer wie die Ladenzeilen. Ey, Battle Rap kann Debattierclub sein oder Hahnenkampf. Das zu raffen ist die halbe Miete. Aber wir sind in München, heißt die halbe Miete ist wahrscheinlich zu viel, als dass das zahlen kann. Aber wie war das? Du bist 500 Jahre davon entfernt, dass man dich domestiziert? 3 Jahre später, du erklärst im Interview gegen Tobi, dass du deinen Text extra so geschrieben hast, dass der auch mit einem Choke funktioniert. Schon klar, jeder hat einen anderen Fokus beim Rappen und so. Aber warte mal, du schreibst deine Battles auf Chokes? Wie safe und geborgen das wirkt, wenn so ein Text auch mit Choke funktioniert. Aber Jakob, wie schlecht ist eine Sicherung, die einen Blackout schon vorprogrammiert? Auf ostdeutschen Säufer. Doch aus deinem Mund klingt das einfach nicht nice, Mann. Du weißt genau, was jetzt kommt. Denn beim letzten Inner Weekend lagst du nach 2 Bier besoffen auf Toilette in deiner eigenen Kotze, du Scheißer. Meine Leute machen selbstgebrannten Schnaps, der so stark ist, dass sie davon blind werden. Und selbst die trinken trotzdem noch weiter. Doch du hast das ganze Spektakel um voll gekotzt. Digga, wie konnte es nur so ausarten? Doch am nächsten Tag stand der nüchtern da und hat Atropa Trap 3-0 besiegt. Man sah dich im Applaus baden. Typisch ostdeutsche Männer. Sich erstmal bewusstlos trinken und dann eine Frau schlagen. Laut eigener Aussage schiebst du Rolling G den kompletten Mount Everest hoch. Und lässt ihn da direkt wieder los. Weißt du, der Mount Everest, der ist echt ziemlich groß. Ich will auch nicht behaupten, dass du dazu die Zeit nicht hättest. Doch Hobbybergsteiger, die jetzt nicht unbedingt regelmäßig klettern, müssen dafür schon einen guten Monat einberechnen. Du leidest so schon unter Atemnot. Die richtige Luft ist da oben sauknapp. Man bedenke, dass du circa 15 Minuten die eine Etage in die Oma Doris gebraucht hast. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, es ist nicht ganz genau wie der Zweite Weltkrieg. Meine Aussage war trottelig. Das hier kann gar nicht wie der Zweite Weltkrieg sein, weil heute der Zigeuner den Ossi killt. Junge, ich bin mehr... Junge, ich bin mehr Gangster als der Enkeltrick. Egal. Roasting Session. Junge, ich bin mehr Gangster als der Enkeltrick. Egal, was ich sag, sie machen Lärm für mich. Ich muss nur meine Slogans anstimmen und sie rappen mit. Du kommst aus Dresden, doch heute ist es ausnahmsweise ein Ausländer, der dafür sorgt, dass das Gebäude am Brennen ist. Die Chefküche unter sich im Akanu-Match sagst du, du machst Butter bei die Fische. Aber halt mal den Rand. Zu dem Zeitpunkt hast du Butter an alles gemacht. Aber scheiß mal auf Butter bei die Fische, denn jetzt bin ich am Start und bring mal wieder Mutter bei die Sprüche. Ey, aber ernsthaft, viele dachten, seine Mama zu beleidigen wäre ein guter Enkel. Doch der ist bei seiner Tante aufgewachsen. Da habe ich nicht recht, du Hurenneffe. Ich denk mir so, wenigstens brauche ich kein Bart, damit man checkt, wo mein Hals beginnt. Er so, wenigstens darf ich vom Fünfer springen. Ich so, wenigstens kann eine Traumfrau mein Bauch kraulen, ohne dass es aussieht wie rückwärts schwimmen. Steeway, ich mochte dich mal. Doch heute wirst du mit Worten bestraft. Ich bin untouchable, wie dein Rücken, wenn man dich von vorne umarmt. Also nichts mit Augenhöhe. Und das weißt du im Grunde auch. Das gesamte Battle wird zum Stare-Down. Na, weil ich stets nach unten schaue. No fucking cap und du bist so fucking wack. Also lass mit deinen Standardfersen. Mein größter Schaden nach dem Battle
ist eine Nacht geprägt von Nackenschmerzen. Ey, und deswegen hasse ich diesen strunzdummen Pisser. Jule, ohne Kappe siehst du aus wie ein gerupftes Chinchilla. Ey, du blöde Niete. Leute wie du müssen meine Schuhgröße siezen. Gegen VT sagt er, ich komm mit Messer. Und es geht sch, 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 wie ein Lehrer, wenn er will, dass die Klasse die Schnauze hält. T-Way, jetzt wird es hässlich, denn ich mach sch, sch, sch in deine Fettschicht. Und du liegst, Reddit, zitterst, heftig, machst Tennis. Doch damit der Gitter. Und ja, Julo, das war ein Massaker, verdammt. Und damit du es begreifst, fass ich zusammen. Midget-Körper, verzerrtes Selbstbild, Herzprobleme. Sag mal, verstehst du es denn nicht? Klar kennst du dich mit Baustellen aus, da dein ganzes Leben eine ist. Mach mal Lärm für T-Way! Mach mal Lärm für Julo! Du, ist alles klar, Motherfucker, weiß genau. Nee, weiß ich nicht, Alter. Was du in der Zeit für Schrott erzählst, solltest du froh sein, dass ich nach unten greife und dir überhaupt eine Chance gebe. Motherfucker, ich stand auf dem Splash gegen Taggy in einem Match. Ja, ich hatte da keinen Battle und wir trotzdem gleich viel Text. Also quasi so wie jetzt. Trotzdem gleich viel Text. Ey, du hast die ganze Zeit gechoked und dann nicht mal was gefreestylt. Ich dachte dein halbes Battle lang, dass du uns nur ein Beat zeigst. Schon was geschieht. Du kannst mich gerne schubsen und Davy zeigt dir dann den Beat. Ich meine, sind das Reime oder was? Digga, du hast wirklich einen Text geschrieben und gelernt. Wie peinlich ist denn das? Probst du mein Part gegen Tau? Probst du mein Judging gegen Kevin? Probst du alles, was ich mache? Das ist quasi schon ein Fan-Ding. Davy, du feierst mich. Und früher hätte ich mit Stolz gesagt, das ehrt mich. Ehrlich, weil ich dachte, dass in dieser Szene niemand mehr wirklich er selbst ist. Also, niemand wirklich er selbst ist. Und jetzt kommt von dir nur aufgesetzte Wut. Du wirst es leugnen, Mann, ich kenn dich. Zeig dein wahres Gesicht, letztendlich hast du mich im Battle schon so oft enttäuscht. Davy, enttäusch mich bitte nicht noch menschlich. Und ich weiß, dass ich Bars kicke. Ich weiß, dass es diesem Clown gefällt. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht, wie Magda, wenn jemand in der Crowd umfällt. Ja, ich weiß ganz genau, dass ihr meinen Rap genießt. Ich bin der beste G, ich zerfetz MCs. Ich schlag dich, du musst dabei schwer atmen bei den Schlägen wie T-Way, wenn er Tennis spielt. Mach Lärm für David Jones, a.k.a.